Hallo meine lieben Freunde, mit dem 20. November ist Merkur nicht mehr rückläufig. Wir können wieder aufatmen, denn in seiner Rückläufigkeit macht er so manchem das Leben etwas schwieriger. Mit dem Video vom 24.10.2019 hatte ich Merkur ausführlich erklärt. Wir wissen, dass alle Planeten ihre eigene Laufrichtung haben. Und zwar in ihrer Ellipse um die Sonne. Aber trotzdem erscheint es manchmal, dass der eine oder andere Planet zwischendurch eine Schleife läuft und rückwärts geht. Letztendlich ist dies aber nur eine optische Täuschung, denn kein Planet bremst seinen Schwung ab und kehrt um. Deshalb betitelt man die Rückläufigkeit so. Sie schwimmen gegen den Strom, während alle anderen Planeten ihre Richtung behalten und weiter vorwärts gehen. Von Zeit zu Zeit scheint es so, als würden die Planeten umkehren und rückwärts laufen. Das nennt man dann Rückläufigkeit. Doch die Rückläufigkeit ist nur scheinbar und eine optische Täuschung. Es ist relativ leicht vorzustellen, ein optischer Effekt der Rückläufigkeit von Merkur und Venus. Diese beiden Planeten bewegen sich innerhalb der Erdlaufbahn um die Sonne. Die Rückläufigkeit des Merkurs hat deshalb eine so große Bedeutung, weil unsere Welt, in der wir leben, Merkur ist. Nämlich Handel, Geschäfte, Wissen und Kommunikation. Hierüber wurden bereits gründliche Beobachtungen und Erfahrungen gesammelt. Der Planet Venus ist zuständig für die Liebe, Ästhetik und Schönheit, Werte, Geld und Lebensgenuss. Über die anderen Planeten gibt es keine wissenschaftlichen Überlieferungen. Hier ist man noch am Forschen. Merkur wird auch als Seelenführer bezeichnet, weil er der Seele den Weg zeigt, den der Mensch gehen muss. Somit werden einem Erkenntnisse bewusst und vieles kann man in der rückläufigen Phase zum Positiven verändern. Im Jahr 2020 ist Merkur wieder dreimal rückläufig. Hier sage ich euch schon einmal die Zeiten. Und zwar vom 17. Februar bis 10. März 2020, vom 18. Juni bis 12. Juli 2020 und vom 14. Oktober bis 3. November 2020. Also warten wir ab, was Merkur im Jahr 2020 uns bringt. Alles Liebe, eure Deria.